Herzlich willkommen zu den EBV Tipps und Tricks. Mein Name ist Carsten Werner und heute zeige ich euch, wie ihr aus diesem dieses Bild machen könnt und das ausschließlich in Lightroom. Also ihr könnt eine komplette Beauty Retusche durchführen und auch so einen Beauty Style kreieren und das ohne einmal Photoshop anzufassen und Lightroom zu verlassen. Erstellt habe ich das Tutorial hier komplett in Lightroom 4. Jetzt äh, zurzeit ist gerade die Beta von Lightroom 5 draußen, die den ein oder anderen Vorteil, was das angeht, noch äh, in sich trägt und da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet, was es im Einzelnen ist. Das zeige ich euch auch im Video. Und äh, ich habe ganz bewusst jetzt mit der 4er-Version gearbeitet, weil die 5er ist noch in der beta in, in, im, im Beta-Stadium und von euch wird im Moment jeder auch maximal mit der 4er arbeiten. Und somit äh, ist es einfach wichtig, dass ihr das nachvollziehen könnt. Und das könnte auf jeden Fall mit der, mit der 4er Version, auch mit der 3er Version, sollte das hinhauen. So, ich mache jetzt einfach mal Lightroom auf. Und da seht ihr hier schon das Basisbild. Und ich habe hier auch zu meiner Veröffentlichung vorher schon, ich habe das Bild schon mal erstellt gehabt. Also das hier. Und jetzt schauen wir einfach mal wie wir aus dem Bild das andere machen, wie wir da Schritt für Schritt hinkommen. Ich gehe damit jetzt erstmal auf, auf das Entwickelnmodul. Und ja, eigentlich wie immer, wir fangen hier von oben an und arbeiten uns nach unten weiter. Ich würde jetzt in dem Fall zuallererst einfach mal sehen, dass wir die kleinen Hautunreinheiten korrigieren. Und das funktioniert wie im, in jedem anderen Bildbearbeitungs auch mit dem Kopierstempel. Und hier haben wir schon den ersten, äh, wie soll ich sagen, das erste kleine Problemchen oder der erste kleine Unterschied, der uns äh, zu Photoshop hier einfach ein bisschen Probleme macht, wenn wir solche äh, etwas, etwas längeren oder etwas größeren Bereiche retuschieren wollen oder so ein ganzes Haar hier raus retuschieren wollen. Damit haben wir bis Lightroom 4 so ein bisschen ein Problem, weil wir eben immer nur hier in kreisrunder Form rausstempeln können. Ich kann die Größe von diesem Kreis mit der. Ähm, Apostroph und der Doppelpunkt-Taste, die beiden, die hier nebeneinander liegen, auf der rechten Seite neben dem M, kann ich den, meine Pinselgröße vergrößern und verkleinern. Ähm, natürlich kann ich das hier auch über den Größenregler machen, aber wenn ich jetzt hier in so einer Retuschearbeit bin in Lightroom, dann habe ich die eine Hand hier auf dem, äh, dem Vergrößern-Verkleinern-Regler und die andere Hand in meinem Fall an einem Vakuum stift ich arbeite hier mit dem Tablet, aber man kann das natürlich auch mit der Maus dann machen. Das geht sogar ganz gut mit der Maus, weil er immer einfach nur klickt und dann könnt ihr hier im Prinzip von, von Hautunebenheit zu Hautunebenheit weiterspringen. Und in Lightroom 5, um das noch kurz anzureißen, habt ihr die Möglichkeit, mit diesem Retuschepinsel anzusetzen und zu ziehen. Das heißt, ihr könnt richtig malen und könnt hier solche Bereiche eben formtreu übermalen und diese Bereiche dann mit einem anderen Bereich reparieren, was in Lightroom 4 noch nicht funktioniert. Und das ist ein Mega, mega, mega äh, Highlight, was Lightroom 5 schon auszeichnet, obwohl es eigentlich nur eine von vielen kleinen Funktionen ist, die geändert wurden, aber das bringt uns gerade hier in solchen Retuschen natürlich einen Riesenschritt weiter. So, ihr solltet darauf achten, dass der Pinsel auf Reparieren steht, also hier. Oben rechts in der Ecke auf Reparieren. Es ist ähnlich wie im Photoshop. Im Kopierstempel wird einfach der Bereich, den ihr hier auswählt, eins zu eins auf eine neue Stelle rübergesetzt. Und dann habt ihr eben diese Bearbeitungsspuren, diese Ränder und so weiter. Und mit Reparieren wird, das, wird der Bereich mit dem neuen Bereich verrechnet und in der Helligkeit angepasst und somit immer wunderbar, äh, ja, wunderbar eingearbeitet in das Bild. Ich kann jetzt hier auf zwei Möglichkeiten. Ähm, arbeiten. Ich kann einmal, wenn ich hier so eine Unebenheit habe, kann ich hier einfach einmal draufklicken und Lightroom sucht sich dann automatisch einen Bereich aus, den es für hier verwendet, was in der Regel recht gut funktioniert. Ich kann mir, wenn ich mit meinem Pinsel wieder auf meine Palette gehe, verschwinden diese Ringe und ich kann mir anschauen, was Lightroom gemacht hat und es sieht sehr, sehr gut aus. Sollte Lightroom sich mal verhauen und irgendwo auf den falschen Bereich kommen, also ihr könnt diese Ringe hier jederzeit greifen und an anderen Bereich verschieben. Also wenn jetzt Lightroom angenommen hier einen Bereich sich aussucht und dann habt ihr an diese Stelle so ein Haar hier reingeklont oder reinkopiert, dann könnt ihr den Punkt greifen und könnt den selbstständig an eine Stelle schieben, wo das einfach besser aussieht und ihr habt eine absolut gleichmäßige, wunderbare Korrektur der. Stelle an der ihr gerade gearbeitet habt. So und man sollte natürlich versuchen die Pinselspitze immer ungefähr in der Größe zu verwenden, die ihr auch wirklich braucht und nicht nicht zu groß, also nicht viel größer als nötig. Es muss nicht immer ganz genau passen, aber es sollte schon ungefähr dem zu reparierenden Bereich entsprechen. Und so kann man sich jetzt hier durch das, durch das Bild durchklicken und eben Kleine Bereiche reparieren und kopieren. Und ich habe gesagt, man kann auf zwei Arten hier das, die Sache ähm, mit, der, mit dem Werkzeug arbeiten. Die zweite Art ist einfach die, dass ihr nicht Lightroom denn die Auswahl der, der Reparaturstelle überlasst, sondern dass ihr sie gleich selbst festlegt. Und das funktioniert ganz einfach, indem ihr einfach auf den Punkt klickt, festhaltet und euch dann. Den Punkt wählt, den ihr als Quelle haben wollt, und äh, dann die Maustaste loslasst. Und damit habt ihr Lightroom die Entscheidung abgenommen, sich eine, ja, so, eine, so eine Strukturstelle auszusuchen. Und damit kann man jetzt das ganze Bild nach und nach durcharbeiten und einfach die Haut, wie man das in, in Photoshop eigentlich auch macht. Da haben wir den, äh, das Reparaturpinselwerkzeug, dieses Pflasterwerkzeug. Und da machen wir nichts anderes. Und da gibt es auch die zwei Möglichkeiten. Einmal das automatische, das Photoshop selbst entscheidet, von welcher Struktur aus ähm, die Teile genommen werden. Und dann müssen wir das Werkzeug wechseln, wenn wir das selber machen wollen. Und können dann immer mit der Alt-Taste eben die die Stellen zuvor aufnehmen oder vorgeben, was die Quelle sein soll. Und genau die Funktion haben wir hier in Lightroom auch. Wenn ich so an einem Randbereich bin, dann verwende ich immer ganz gern einfach dieses Klicken und Ziehen. Wenn ich hier mittendrin bin, da kann Lightroom eigentlich nicht viel verkehrt machen. Da klicke ich nur drauf, das geht dann noch ein bisschen schneller. Und äh, somit kann ich hier ruckzuck so, ein, ja, so, eine, so eine Hautstruktur manuell glätten und korrigieren. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ihr habt qualitativ arbeitet Lightroom da sehr hochwertig. Es ist nicht so, dass ihr in Lightroom denken müsst, ah, es ist kein, kein echtes Retuschewerkzeug, das sieht in Photoshop alles besser aus. Das stimmt nicht. Also Lightroom ist da wirklich sehr, sehr gut. Und hat eine, eine sehr, sehr hohe Verrechnungsqualität. Also, wenn ihr jetzt einfach mal, wenn ich mal die Ringe auf, ausblende, wenn ihr euch das anschaut, das ist wirklich gigantisch. Also das sieht schon super aus. Da braucht man nicht. Da brauchen wir wirklich nicht meckern. So, wenn ihr solche Sachen hier... Ich mache gerade mal das Kleine noch hier weg. Wenn ihr solche Sachen habt, wie so eine kleine Narbe. Im Normalfall ist es immer die Frage, macht, arbeitet ihr für euch, arbeitet ihr für das Modell? Und wenn ihr für das Modell arbeitet, müsst ihr natürlich mit dem Modell absprechen und abstimmen, was bleiben soll und was weg soll. Ob Muttermale weg sollen, weil das ja auch Charaktereigenschaften sind oder ob die bleiben sollen. Wenn ihr für euch arbeitet, das heißt... Ähm, Irgendein Studio-Shot -Shot habt oder ein, ein TFP-Shooting und sagt, ah, das sind meine Bilder, ich will da kreativ sein, dann könnt ihr natürlich da in die Vollen gehen und könnt da auch einfach eingreifen. Und sowas ist jetzt hier schon in Lightroom ein bisschen grenzwertig, weil ich muss jetzt natürlich meinen, meinen kreisrunden äh, Pinsel eben so groß machen, dass ich dieses Ganze diesen ganzen Bereich hier erwischen kann und kann mir den dann an eine neue Stelle ähm, schieben. Und mit dem Reparieren, mit der Reparieren-Einstellung seht ihr, es geht fantastisch. Aber dadurch, dass der ganze Kreis ja immer größer wird und immer größer wird, kann euch bei solchen Dingen einfach passieren, dass ihr auf einmal hier ein Stück von der Lippe mit drin habt oder und dann wird es echt schwierig. Also dann sieht es halt einfach nichts mehr aus. Aber wie gesagt, die. Lösung ist in Sicht. Lightroom 5 hat genau dafür eben Abhilfe geschaffen und hat die ganzen Bildbearbeiter, Adobe hat die ganzen Bildbearbeiter erhört und hat damit wirklich einen, einen absoluten mega Wunsch erfüllt. Ups. Hier manchmal hat man so eine Überlagerung, dass man den falschen Ring erwischt. Und dann muss man einfach die auseinanderziehen und dann kann man es wieder hin korrigieren. Wenn ich so eine kleine Sache hier habe an einem Rand, das ist auch ganz interessant, dann klicke ich einfach hier drauf und ziehe mir das hier rüber. Und dann seht ihr schon in der Vorschau, wo ihr jetzt mit der Retusche seid. Und da lasse ich los, wenn es mit dem Rand hier genau übereinstimmt. Und dann habt ihr das wirklich wunderbar hier mit äh, ausgebessert. Das ist eine Funktion, die in Photoshop das äh, Ausbessern-Werkzeug, dieses Bereichsausbessern-Werkzeug bietet. Das ist das dritte Werkzeug in dieser Pflasterpalette. Und somit habt ihr in Lightroom hier wirklich alle Werkzeuge in einem Werkzeug anhand und könnt da direkt mit durchstarten, ohne die Werkzeuge wechseln zu müssen. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Und Ihr arbeitet nicht destruktiv und ihr habt keine Ebenenkopie oder keine riesen Daten, die ihr, die ihr verbraucht jetzt. Das heißt, in Lightroom bleibt die Datei immer kleinstmöglich. Auch diese, diese Retuschen, die wir hier vornehmen, sind tatsächlich nur äh, ja, Infodaten, die in der, in der XMP-Datei mit abgespeichert werden in dieser Rucksackdatei und es ist eine reine Textinfo, dass ihr an einer gewissen Stelle einen Ring aufzieht und den an eine andere Stelle zum Kopieren rüberzieht. Also es ist keine visuelle Pixelspeicherintensive Geschichte und insofern macht es durchaus Sinn, solche Sachen auch in Lightroom zu erledigen. Ich mache das immer dann in Lightroom, wenn ich Lightroom nicht plane zu verlassen, also wenn ich Bilder habe, die ich sowieso in Photoshop nachher bearbeiten möchte, weil ich als Composing äh, einen Hintergrund oder einen Fußboden einfügen mag oder irgendwelche stärkeren Effekte erzeugen mag, dann mache ich auch alles in Photoshop. Also dann ist mir Photoshop schon das, ja, das noch etwas liebere Werkzeug, weil man sowieso dann die ganzen, die ganzen Arbeiten dort erledigt. Man kann hier auch solche, solche Fusseln. Bei so einem, einem Beauty-Porträt ist es auch ganz wichtig, dass eben die Kleidung in Ordnung ist. Da kann man solche Sachen hier entfernen. Und ja, wie gesagt, also wenn ich mit dem Bild nicht sowieso zu Photoshop rüber muss, mache ich das in Lightroom. Und wenn ich in Photoshop plane, gewisse Dinge zu ändern noch an dem Bild, dann mache ich es alles in Photoshop. So, das ist ein relativ, äh, ja, wie so ein kleiner Schönheitspunkt, ein relativ charakterbildendes Muttermal, denke ich. Also, das würde dem Modell fehlen, wenn es nicht da wäre. Deshalb lasse ich es jetzt einfach mal da. So, jetzt sind wir hier mit der mit der Beauty-Retusche einen Schritt weiter. Wir haben jetzt diese die, die Hautunreinheiten korrigiert und ich schließe jetzt hier oben einfach den kopierstempel und habe damit die haut verändert. wenn wir jetzt hier einen blick drauf werfen, haben wir wirklich schon ein gutes ein gutes hautbild erzeugt. ich kriege diese vergrößerung mit der leertaste, da komme ich immer automatisch auf 100 oder man kann hier auch draufklicken aufs bild. die vergrößerung zwischen die, inzwischen die gewechselt wird, die stellt man sich hier ein, also immer die aktuelle Größe, wenn ich jetzt hier auf 100% gehe und ähm, stelle mir jetzt hier 200% ein und wechsle wieder zurück mit der, mit der Handtaste und wechsle wieder, dann geht er wieder auf die 200%. Also es sind zwei Vergrößerungen oder zwei Darstellungen, zwischen denen mit der Zoom-Taste hin und her geschaltet wird und immer die, die ich zuletzt eingestellt habe, hier habe ich jetzt einpassen eingestellt, die wird wieder, zu der wird wieder gewechselt. So, jetzt haben wir das äh, Hautbild ein bisschen beruhigt. Und was wir jetzt machen können, ist eine generelle Glättung der Haut. Und da wird eben oftmals mit dem Klarheitregler gearbeitet. Ich sehe das und höre das auch immer wieder. Ist jetzt äh, klar, ist eine Möglichkeit. Man kriegt hier so ein, man kriegt schon eine Glättung der Haut hin. Aber ihr kriegt so ein, ja, wie so ein transluzentes Überstrahlen, so ein, so ein Leuchten, als wäre die, ja, ich, gehen die das es wirkt einfach nicht mehr nicht mehr echt ich habe es jetzt natürlich auch überzogen also man kann das in einem, in einem geringeren Bereich machen und dann kriegt es schon so eine, so eine gewisse Seidigkeit aber ich möchte euch dann noch einen anderen Weg zeigen gehen wir hier wieder auf 0 zurück und zwar über die Details und dann kann man hier mit der Rauschreduzierung kann man die Haut glätten, weil die Poren in der Haut und alles was hier in der Haut stattfindet ist eben auch Rauschen und wenn man die Luminanz bis zum Anschlag hier rüberzieht und dann die Details auf Null setzt, dann ist es die maximale Glättung, die dem Bild zur Verfügung steht. Jetzt haben wir hier natürlich die Situation, dass wir auch die Augen und die Haare und alles mit glätten, also möchte ich das, wenn wir in Lightroom bleiben, nicht übertreiben. Wenn wir aus Photoshop rauskommen, das machen, angenommen, so eine, so eine Glättung und das dann da weiter bearbeiten, dann kann ich das über eine Ebene, Deckkraft reduziert einarbeiten, aber das ist, ähm, ja, ist, ist mir jetzt dann hier in Lightroom einfach too much. Ja, also gehe ich hier, hole ich mir die Details wieder ein bisschen her, so dass das einfach so eine, ja, insgesamt gleichmäßigere oder zueinander passende äh, Struktur aufweist, weil die glatteren Stellen werden halt extrem glatt und die porigen Stellen haben noch so eine gewisse Grundporigkeit drin. Und deshalb möchte ich einfach ja, hier so, so einen Mittelwert finden, der... Die Rauschreduzierung haue ich schon voll rein, also das glättet mir halt jetzt auch die Augen. Aber jetzt kann ich auch mit dem Schärferegler, da habe ich noch nichts gemacht, in dem, mit dem Betrag hochgehen. Und dann kann wir hier jetzt einfach mal schauen, dass mir hier so diese, diese Hautstruktur, die sich mit der Schärfe wieder über den, über den ganzen Bereich drüber zieht, kann ich mir jetzt hier wieder ein bisschen hochholen. Und ähm, den Radius nehme ich ein bisschen runter. Dann müsst ihr halt gucken, dass er irgendwie ja, unter 1 bleibt. Irgendwie vielleicht 05, 04, 06, 07, irgendwo so in dem, in dem Bereich, je nachdem, wie, die, wie ihr die Schärfe hier einarbeiten wollt. Und dann kann man auch mit der Schärfe an sich noch ein bisschen hochgehen, dann werden nur noch diese ganz feinen Sachen äh, geschärft. Und man kann außerdem auch noch mit dem Maskierenregler hergehen und kann glatte Bereiche aus der Schärfung so ein bisschen rausnehmen. Das ist eine automatische Maske, die generiert wird und die je weiter er nach rechts rüber zieht, immer mehr nur noch die Kontrastkanten schärft. Und ganz links wird das ganze Bild geschärft. Und so diese ganz glatten Bereiche nehme ich einfach mal ein bisschen raus. So, jetzt haben wir die Haut noch ein bisschen beruhigt und noch ein bisschen geglättet. Und ja, jetzt kann man im Prinzip noch ein bisschen an den Grundeinstellungen hier die, die Grundhelligkeit, Grundfarbigkeit des Bildes, verändern. Da haben wir jetzt noch gar nichts gemacht. Und zwar würde ich jetzt hier so ein bisschen die Helligkeit zwischen den hellen und den dunklen Bereichen im Gesicht angleichen. Und dazu würde ich jetzt die Lichter, das sind die Lichter hier in dem, in dem Bereich, die würde ich jetzt hier ein bisschen abdunkeln. So, und da ziehe ich jetzt einfach mit dem Regler hier so ein bisschen nach links, bis das ganze Gesicht so ein bisschen angeglichener ist. Und in dem Fall, wir können da hier sogar Vollgas geben oder nahezu vielleicht so 90% irgendwo in dem, in dem Dreh. So, und dann kann man die Tiefen ein bisschen aufhellen und arbeitet dann damit den dunkleren Bereich auch wieder ein bisschen heller und kriegt noch ein bisschen, ja, kann die Schatten noch ein bisschen öffnen und kriegt hier noch so ein bisschen mehr. Ja, so eine so eine, so eine gleichmäßigere Helligkeit ins Bild, so ein bisschen eine kontrastarmere. Die äh, Beauty-Fotografie ist ja so ein bisschen kontrastärmer. Das ist nicht so nicht so extrem hochkontrastig, äh, wie jetzt dieser äh, dieser diese aktuelle Bildstil, den man überall sieht. Oder Den ich auch gerne normalerweise mache. So, jetzt kann man mal gucken, wenn man die zwei Regler gesetzt hat für, den Mittler, für die mittleren Helligkeitsbereiche, dann kann man in die Randhelligkeitsbereiche gehen, also in das echte Weiß, ins echte Schwarz. Damit kann man erstmal, also ich klicke dann immer auf den Weißregler, halt die Alt-Taste und ziehe einfach mal nach rechts, bis sich hier anfangen, die hellen Stellen oder die weißen Stellen auszufressen. Und dadurch, dass das absolute Lichtreflex hier auf der Kette sind, darf man die ruhig auch. Hier ins, ins, wirklich ins echte Weiß reinziehen. Und dann nehme ich den Schwarzregler, halt wieder die Alt-Taste gedrückt und schiebe den nach links. Und guckt man hier, anfängt im Schattenbereich so kleine schwarze Bereiche zu entstehen, die hier auch wirklich schwarz sein dürfen. Und dann haben wir hier schon wieder einen, einen, einen guten Bildkontrast geschaffen, der, ja, der äh, allerdings trotzdem hier mit so ein bisschen angeglichenen Helligkeitswerten zu sehen ist. So. Ja, damit haben wir jetzt die Helligkeit so ein bisschen angeglichen. Ich würde jetzt hier in dem Fall eventuell auch die den Kontrast noch ein bisschen runternehmen, gerade eben, weil es so ein bisschen, weil wir so ein bisschen in diesen Beauty Bereich rein wollen. So vielleicht mit der Belichtung noch ein bisschen hoch. So die diese Beauty Sachen sind ja auch gern so ein ganz klein bisschen Richtung, will ich sagen, Richtung Überbelichtung, aber eben heller als andere Sachen und jetzt haben wir hier den Dynamikregler und da würde ich vielleicht einfach so ein bisschen die die Grundsättigung so ein ganz klein bisschen rausnehmen, weil wir wollen ja diesen ja diesen Farblook noch schaffen. Was man jetzt noch machen kann um einfach so ein bisschen äh, ja so ein bisschen die, die Konzentration hier auf die Mitte zu kriegen, ist eine Vignette drauflegen. Da gehen wir hier unter die Effekte Palette die Farbpriorität, ziehen den Betrag hier so ein bisschen runter. So, vielleicht ein bisschen eine weichere Kante, dass es nicht ganz so offensichtlich ist. Den Mittelpunkt können wir noch ein bisschen runterziehen. So, finde ich es schon ganz interessant von der Stimmung. Und jetzt äh, können wir unseren Farblook erzeugen. Das geht super cool, super einfach. Einfacher als in jedem anderen Programm. Es ist einfach die Sensation. Lightroom hat da schon ein, sozusagen ein Preset mitgeliefert und das ist schon seit mehreren Versionen der Fall. Ihr geht hier einfach auf die Teiltonung und habt hier diese beiden für die Lichter und für die Schatten, diese beiden Farbwähler. Da klickt ihr drauf und dann geht ihr hier oben in den Presets einfach für die Lichter in das Gelb und dann klickt ihr auf die Schatten und dann geht ihr hier auf das Blau und schon habt ihr euer Beauty. Farb, äh, Cross-Processing, euren, euren Look. Wow, ich finde es hammer hat, sensationell. So und jetzt sind wir an einem Punkt, wo das Bild mit den sagen wir, mit den relativ globalen Reglern in Lightroom relativ durch ist. Also man kann dann hier einfach in den, in den Einstellungen eventuell ich, man kann hier noch ein bisschen sagen, wir so ein bisschen das Gelbliche betonen für die und dann noch ein bisschen das Rot rausnehmen, dass wir das noch ein bisschen verstärken, also wir, wir können mit dem Weißabgleichsregler hier unseren Farblook noch so ein bisschen rausarbeiten, noch so ein bisschen verstärken und alles was jetzt noch kommt, sind äh, ja sehr lokale Geschichten, also so ein bisschen Finish ähm, noch erstellen. Wir haben natürlich hier jetzt nicht die Möglichkeiten wie in Photoshop, dass wir hier so fliegende Haare, das würde ich jetzt für ein Beauty-Porträt im Photoshop alles noch wegmachen und so, dass das alles ein bisschen glatter aussieht. Aber ich denke mal, für einen RAW-Entwickler ist es schon gigantisch, was hier geht. Und jetzt gehen wir einfach hier in den Korrekturpinsel rein. Und da werden wir noch ein paar Sachen äh, weiter bearbeiten oder noch ein bisschen verfeinern. Und einmal ist das hier. Okay, immer mit der mit der Leertaste und einmal klicken hier rein. Einmal können wir den Augen hier noch ein bisschen mehr Farbe geben. Wir können hier im Augenweiß noch ein bisschen entsättigen, damit die Äderchen so ein bisschen mehr ja, in den Hintergrund treten. Und wir legen hier noch ein bisschen mehr Schärfe in die Augen, in den Augenbereich oder in den Mundbereich vielleicht noch rein. Äh, wir können hier noch ein bisschen die Haut noch ein bisschen glätten, noch ein bisschen seidiger machen. Wir können ein bisschen, ja, so ein bisschen Dodge and Burn noch machen. Das geht auch in Lightroom hier mit dem Pinsel. Und äh, mit diesem Dodge and Burn können wir auch den, so ein bisschen Haarglanz noch erzeugen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Also ich nehme jetzt hier einen Pinsel, nur noch keiner sitzt, kommt zwangsläufig ein neuer Pinsel und stelle mir jetzt hier einfach mal die Schärfe ein bisschen hoch und die Klarheit so ein kleines bisschen hoch, um hier jetzt mal so über die... Augen zu. Ich habe den Fluss noch unten, das können wir gleich brauchen, wenn wir so ein bisschen Deutschen Burn machen. Den nehmen wir jetzt mal hoch. So, und jetzt gehen wir einfach hier in den Augenbereich rein und kriegen hier nochmal so ein bisschen. Also die Schärfe ist sensationell. Ich hoffe, dass ihr das in dem Video auch so erkennen könnt. So. Wenn ihr jetzt was anderes machen wollt, jetzt würde ich ganz gerne zum Beispiel hier noch so ein bisschen, ja, die Haut ist mir zum Teil noch ein bisschen sehr porig und ein bisschen. Und jetzt können wir hier auch mit der Klarheit arbeiten oder eben auch mit der Schärfe, je nachdem, was wir, was wir hier erzielen wollen. Und dazu klicke ich jetzt hier auf Neu. Wir schauen mal, was mit dem Punkt passiert. Jetzt ist der Punkt, hat so einen schwarzen Innenkreis, das heißt also so einen Innenpunkt, so einen Knopf. Das heißt, solange ich jetzt male, während dieser Punkt schwarz ist, ich kann hier unten auch die, die Masken anzeigen, die ich gemalt habe jetzt. Und wenn ich jetzt hier weiter male, male ich hier weiter Masken hin, die alle mit den Einstellungen für diesen Punkt aufgetragen werden. So, jetzt will ich aber hier was anderes machen. Also klicke ich auf Neu, kriege einen neuen, neuen Punkt. Meine, mein Pinsel ändert sich mit einem kleinen Plus. Innen drin und wenn ich jetzt hier reinklicke, dann ist mein schwarzer Punkt hier drauf. Und dieser schwarze Punkt steht jetzt für die Einstellungen, die ich hier einstelle. Das kann auch immer nachträglich noch verändert werden. Also jeder Punkt ist variabel. Ich kann jetzt hier zum Beispiel drauf gehen und kann mir die Schärfe hier komplett auf Minus ziehen. Und dann seht ihr, dass die Maske, die ich da gemalt habe, mit der Veränderung immer wieder aktualisiert wird. Und ich gehe jetzt mit meiner Schärfe wieder hier ein bisschen hoch so wechsel wieder auf den Punkt man kann dann einfach hier draufklicken dann ist der Punkt wieder schwarz und alles was ich jetzt male sind die Einstellungen die von diesem Punkt hier zugewiesen sind mit einem Doppelklick auf Effekt oder mit, einer Alt, mit der Alt Taste kommt hier zurücksetzen kann ich einmal draufklicken wird alles auf Standard zurückgesetzt und jetzt kann ich sagen gut ich möchte jetzt einfach die Haut ein bisschen ja ein bisschen weicher haben mache mir den Pinsel hier ein bisschen größer so und dann tragen wir einfach mal mit der Klarheit reduziert hier auf der, auf der Haut an den Stellen, auch auf der Stirn hier oben, so ein bisschen ja nochmal so eine, so eine, so eine Aufweichung auf. Und das wird halt jetzt ähm, lokal nur dort aufgetragen, wo ich mit dem Pinsel ins Bild male. Und somit ist es keine globale. Veränderungen hier kann man im Prinzip noch eine noch eine offenere Blende simulieren, dadurch dass man in den in den Bereich, der so ein ganz klein bisschen weiter weg ist, schon eine stärkere eine stärkere Unschärfe reinbringt. So hier. Und man kann das auch hier einfach auf dem auf dem Rest der Haut noch so ein bisschen einmalen, dadurch wirkt es so ja, also noch ein bisschen, bisschen verträumter, noch ein bisschen offenbländiger noch so ein bisschen ganz unscharf und weich äh, im Gesicht. Wir schauen gerade nochmal hier. Wenn uns das mit der Klarheit zu matschig wird, kann man gerne bei diesem Punkt, obwohl die Klarheit runtergezogen ist, mit der Schärfe ein bisschen hochgehen. Dann kriegt man wieder so ein bisschen die, die Struktur hier rein. Also die, die Hautporenschärfe, aber es wird trotzdem seidiger und glatter, glatter. Also wenn man sich das jetzt so anguckt, dann haben wir so ein ganz seidiges, glattes äh, ja, Bild geschaffen oder so, so ein Bildlook geschaffen. Aber mit knackscharfen Augen und mit knackscharfen Lippen sieht super aus. So, jetzt würde ich vielleicht noch ein bisschen Glanz ins Haar bringen und hier noch so ein, so ein paar, ja, so paar Helligkeits- so ein bisschen deutschen Burn-Geschichten machen. Dazu mache ich mir wieder einen neuen. Knopf, das heißt jetzt sind die beiden wieder leer. Ich kann mir wieder mit dem Plus einen neuen setzen und setze mir einfach hier einen aufs H hier oben auf die helle Stelle, weil hier möchte ich ein bisschen aufhellen. Und setze mir jetzt hier mit dem Doppelklick meine Effekte wieder zurück und gehe einfach hier mit der Belichtung so ein bisschen so ein bisschen hoch. So und jetzt kann ich hier meinen Fluss von meinem Pinsel runterstellen. Das ist so ein bisschen wie der Fluss auch in in Photoshop. Das heißt, ich kann draufbleiben mit dem Pinsel und je mehr ich male, desto mehr von dem Effekt trage ich auch auf. Das heißt, ich kann hier ein bisschen vorsichtiger anfangen und kann dann einfach nach und nach äh, so ein bisschen, ja, das immer dicker und immer mehr, immer intensiver auftragen. Jetzt bringe ich hier so ein bisschen Leuchten in das, in das Haar und kann auch hier so in dem Bereich... So ein bisschen so, so Wellen simulieren, dass ich euch einfach so ein bisschen diese Helligkeit von dem Haar hier so ein bisschen nachfahre und diese Leuchtstellen hier noch so ein bisschen aufhelle. So dann kann man sich hier angucken im, im Bild, was man machen mag. Vielleicht nehme ich den Fluss noch ein bisschen runter auf 20, gehe mit der mit dem Durchmesser von meinem Pinsel ein bisschen hoch und helle einfach hier so in dem, im Augenbereich noch ein bisschen auf. Machen den Pinsel wieder ein bisschen kleiner. Kann man hier ein bisschen auf der Oberseite von dem, von dem Unterkiefer hier kann man so ein bisschen aufhellen. Es gibt noch so ein bisschen eine härtere, kantigere Wangenform. Und ansonsten, ja, man kann das hier an der das Dekolleté hier noch so ein bisschen aufhellen, betonen. So. Und das Gleiche würde ich jetzt im Gegenzug noch machen und ein bisschen abdunkeln. Und dazu mache ich mir wieder einen neuen Knopf, setze den hier in den dunkleren Bereich von den Haaren, damit ich nachher auch so ein bisschen als Orientierungshilfe, was der jeweilige Knopf dann macht, gehe hier wieder auf 0 und setze mir die Belichtung so ein bisschen runter. habe jetzt immer noch meine. Ich kann natürlich jederzeit, wenn ich hier sowas eingemalt habe, so eine ja so Helligkeitsveränderung Mal jetzt hier so innen in den Haaren so ein bisschen dunkler, dass es so ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Vielleicht hier auch so ein bisschen an dem Hahnsatz die Schulterkante hier. Vielleicht hier so ein bisschen Tiefe reinmalen, dass man so eine. Ja, dass alles so, was von der Seite hier ist, so ein bisschen mehr Schatten bekommt, ähnlich wie die, wie die Wangenseite hier. Vielleicht auch hier in dem Nasenbereich. Das noch ein bisschen mehr betonen. Da gibt es noch ein bisschen mehr Form ins Gesicht. So. Das gefällt mir, gefällt mir schon ganz gut. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen mehr die, die zu hellen Stellen angleichen. So. Ja, und jetzt könnt ihr hier, wenn ihr bei dem, was ihr jetzt hier eingemalt habt, das Gefühl habt, dass. Ja, ist ein bisschen too much oder war ein bisschen viel. Da könnt ihr entweder mit, dem, äh, mit der Alt-Taste oder hier auf Löschen klicken. Dann kriegt ihr den Radiergummi und könnt eure Maske wieder reduzieren. Oder ihr nehmt einfach jetzt in, dem, in der Kombination, wie das hier jetzt eingemalt ist, oder in der, in der Verhältnismäßigkeit, nehmt ihr einfach eure Regler hier und passt die noch an. Also ich kann jetzt hier durchaus meine eingemalten Verdunklungen noch weiter reduzieren. Kann die aber eben auch wieder ein bisschen zurücknehmen, wenn ich das mag. Ich würde vielleicht jetzt hier den Pinsel noch mal ein bisschen größer machen. Ein Bisschen größer ist gut, richtig groß und einfach gucken, dass ich hier so ein bisschen diese diese Abdunkelung, die wir hier jetzt am Rand getroffen haben, noch so ein bisschen verstärke. So, ja, das gefällt mir jetzt alles schon ganz gut. Wir gehen noch mal in die 100% ansicht hier rein in den, in den Augenbereich. Was man jetzt hier machen könnte, ich nehme nochmal einen neuen Knopf, gehe mit meiner Pinselgröße weiter runter, so doppelklick auf Effekt und setze mir das hier in den weißen Bereich von den Augen rein. Und da würde ich jetzt einfach mit den Lichtern die Lichter ein bisschen aufhellen noch und die Klarheit, das heißt nicht die Klarheit, die Sättigung, nehme ich jetzt mal komplett runter, um einfach erstmal zu sehen. Was male ich da? Das kann man ja anschließend wieder ein bisschen reduzieren. So, und jetzt male ich mir hier meine jetzt muss ich natürlich den Fluss ein bisschen hochnehmen, weil das will ich gleich mit Vollgas hier rein malen. So, jetzt male ich die Sättigung hier raus aus den aus dem Bereich vom Auge hier und male mir im Prinzip die die stellen oder hier die Glanzlichter auch alles gleich ein bisschen heller. So, jetzt gucke ich mir das groß an, weil da sieht man immer relativ schnell, wenn man es übertrieben hat und da ist es auch schon ein bisschen arg. Also wird mit der Sättigung Gehe ich so ein kleines bisschen hoch wieder, dass wir so ein ganz klein bisschen von dem Gelb, das wir ja eben in dem Splittoning draufgelegt haben, wieder kriegen. Und mit den Lichtern gehe ich mit der Helligkeit so ein ganz klein bisschen runter wieder. So. Und wenn wir das jetzt, was wir da insgesamt gemacht haben, mit dem allein mit dem mit dem Korrekturpinsel ausschalten und wieder einschalten, ist es schon recht mächtig, das Werkzeug. Und man kann sich da wirklich austoben, man kann jetzt auch noch die, die Augen hier farbig äh, ein bisschen mehr rausholen und ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr zur Geltung bringen. Man kann hier noch Farben reinarbeiten mit dem, mit dem Farbenwerkzeug und äh, es gibt da viele, viele Möglichkeiten, noch weiter Gas zu geben. Und ein, zwei Tricks, die ich noch dazu sagen kann, zeige ich euch vielleicht in einem kleinen Extra-Video, weil ich denke, das Bild ist jetzt so weit durch. Und wir haben jetzt von dem Video schon eine ganz ordentliche Zeit erreicht. Und man soll es ja auch nicht übertreiben, sonst wird es ja ein bisschen langweilig. Wir können jetzt gerade mal schauen, wenn ich das jetzt hier schließe, wie das Bild aussieht. Und das letzte Bild, was ich da gemacht hatte im Vergleich dazu. Ja, da hatte ich ein bisschen bisschen anders gearbeitet. Es ist halt immer sehr manuell, wie man, hier, wie man hier arbeitet. Und wenn man dann einfach an so einem Bild dran sitzt, dann kann man eben auch äh, ja, immer noch ein bisschen was und noch ein bisschen was weiterarbeiten. Aber es ist genau der Weg, wie ich auch das andere Bild erreicht habe und ist vielleicht hier mit der Aufhellung, hatte ich hier noch ein bisschen mehr im Gesicht gearbeitet. Und dann kriegt ihr einfach diesen, diesen Bildstil, diesen, diesen Bildlook relativ. Problemlos und schnell in Lightroom hin. Meine, wie lange haben wir jetzt gearbeitet? Wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit hätte quatschen müssen, äh, wäre es noch schneller gegangen. Und also da kann man wirklich nicht meckern. Und vor allem auch diese, diese Split-Toning-Geschichte da mit zwei Klicks, finde ich, ist absolut unerreicht und sensationell in Lightroom. Somit sage ich jetzt erstmal, ich hoffe, es hat gepasst. Freue mich, wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet. Werde mich jetzt äh, bis zum nächsten Mal verabschieden und. Sage einfach Tschüss, bis dann, mein Name ist Carsten Werner.